geh bitte ans Telefon ran. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Komm bitte ans Telefon ran. Igor, ruf dich an. Und Lisa, wie gesagt, was denkst du, wer du bist? Warum gehst du nicht ans Telefon? Führe seit 7 Jahren einen Kampf auf einem steinigen Wege. Jede Episode öffentlich, aber keiner versteht es. Klingel mich wach um 4:30 Uhr morgens. Wieso das Ganze? Und vor Unterrichtsbeginn noch ein Video zu machen. Manchmal weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber weiß, es gibt für mich keinen Plan B. Nächtelang wach, werde nicht satt. Meine einzige Angst, dass der Drecksjob nicht klappt. Im Rausch kann man glauben, man hätte die Kur. Doch Gras welkt und Schnee schmilzt, Gesetz der Natur. Ich lebe meine Kunst ohne Brot und das reicht. Wie ihr alle lebt, finde ich irgendwie peinlich. Schweißperlen auf meiner Stirn dank dem tödlichen Kampf gegen YouTubes Empfehlungsmaschinen. Künstler zu sein heißt, ich mache den Drecksjob und werde damit nichts in meinem Leben verdienen. Ihr versucht von Tag 1 an jeden Tag mich irgendwie von diesem Weg abzukriegen. Sorry, aber diese Entscheidung ist irreversibel. Ich mach den Drecksjob, schwitziges Tanktop, rappen im TED-Talk. Ich mach den Drecksjob, Drecksjob, ich mach den Drecksjob, schwitziges Tanktop, knack nie den Rap-Pop. Ich mach den Drecksjob, Drecksjob. Wenn ich morgen sterbe, salbt meinen Körper und legt ihn danach in die Booth. Den Weg zum Erfolg nie gefunden, doch immerhin hab ich es trotzdem versucht. Für mich zählen keine Zahlen, bleibt in meinem Kopf statt Gedanken nur noch etwas Blut. Nur Sympathie für die Menschheit, sie klicken nicht drauf, aber schauen alle zu. Gebt mir die Views, Nisa ist's egal. Ihr legt euch selber die Fußfessel an, das sind digitale Zahlen. Lebe im Schatten, aber fahre jeden Tag nur meinen eigenen Film. Bleibe für immer im Untergrund, wenn mein Mossil das letztendlich so will. Gucken die Trends, das sind komische Rapper. Baguettes um den Hals, doch kein Brot auf dem Teller. So ist es besser, koscher und halal. Danke geht nur noch raus an meine Hacker. Schweißperlen auf meiner Stirn dank dem tödlichen Kampf gegen YouTubes Empfehlungsmaschinen. Künstler zu sein heißt, ich mache den Drecksjob und werd damit nichts in meinem Leben verdienen. Ich mach den Drecksjob, schwitziges Tanktop, rappen im TED-Talk. Ich mach den Drecksjob, Drecksjob, ich mach den Drecksjob, schwitziges Tanktop, knack nie den Rap-Pop. Ich mach den Drecksjob, Drecksjob. Jeden Tag Drecksjob, Blut auf meinem Tanktop. Kein Erfolg und kein Jackpot. Jeden Tag mit der Drecksjob. Jeden Tag Drecksjob, Blut auf meinem Tanktop. Kein Erfolg und kein Jackpot. Jeden Tag mit der Drecksjob.